Tag, Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Also gut, füttern wir diese zu groß geratenen Eidechsen. Und damit wieder mal herzlich willkommen zu einem neuen Part Lego Jurassic Park mit dem Zwergenfürst Part 2. Grüßt meine lieben Zwerge, Nummer Hobbits und Engler Drum. Los geht's hier direkt wieder mit Rupert Muldoon. So. Buddeln wir gleich mal ein bisschen. Nein, das können wir nicht. Dafür fehlt uns der Charakter. Wir sind heute hier zu zweit, also. Das klingt so, als hätte ich einen Partner, also würde ich ein Let's Play Together machen. Nein, das ist falsch. Ich meine die beiden Charaktere hier, Rupert Muldoon und der Dino-Bändiger Bob, ja. Ja, klar. Bob, der Dino-Bändiger. Das wird eine neue Serie. Bob, der Dino-Bändiger. Spiel mal mit Bob. Ja. Bob. An den kann ich mich ebenfalls nicht erinnern. Ja. War wohl eine kleinere Charakter, der in dem Film nicht wirklich erwähnt wurde. Wie gesagt, wie schon im letzten Part erwähnt, ich bezweifle nicht, dass sie im Film vorgekommen sind, die ganzen Charaktere. Aber meine Güte, ich habe sie mir halt nicht eingeprägt. Die Hauptfiguren merkt man sich auch viel eher als die Nebencharaktere. Das ist halt so bei dem Film. So, hier wird wieder ordentlich zerstört, wie es sich für ein Lego-Spiel gehört. Da passt ja kaum eine Ziege rein. Damit wir die Stats sammeln können. Ich bin nämlich gerade wirklich am Überlegen, ob wir das Let's Play 100% machen. Eine Kuh soll da rein. Ist das dein Ernst? Da soll eine Kuh reinpassen. Okay. Das ist aber nicht artgerechte Haltung. Dieser Käfig ist eindeutig zu klein für eine Kuh. Ich meine. Ja, wenn man mal die Größen sieht. Der steht immer noch an der Stelle, wo er im ersten Part stand. So. Wohl zu faul, sich wegzubewegen, würde ich mal sagen. So. So, jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, die Kuh herzubekommen. Die müsste irgendwo drüben in dem Gatter da sein, wo wir vorhin eben gerade waren. Gut, diese Dingens hier, das sind nämlich Sachen für das freie Spiel.
Und die würde ich dann auch gerne freischalten. Die Missionen, die roten Steine und die alle Charaktere. Mal sehen. Ich hätte mal Lust drauf, das einmal zu machen. Bisher habe ich das nicht so gerne gemacht. Aber vielleicht mache ich es mal experimentell. Und da ist auch schon das Stück, was wir benötigen. Das kann der liebe Bob nicht aufheben. Warum auch immer. Dazu ist nur Robert Muldoon fähig. Gehört das nicht zur Gehegeschaltkarte? Das ist korrekt. Seltsamerweise ist es im Boden verbuddelt. Und Code eintippen. Und das. Klappt doch wie geschmiert. Und da haben wir unsere Kuh. Ah, da brauchen wir unseren Bob hier. Da wusste ich doch, dass Bob noch eine Funktion hier hat in dem Level. Dass der nicht einfach unbenutzt bleibt. Elektroschock, Elektroschock, Elektroschock. Lässt sich nicht schocken. Hui! Ich kann auf der Kuh reiten. Wobei, das ist keine Kuh, die hat Hörner. Das ist wohl ein Ochse. Oder ein Stier. Ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was die männliche Form von Kuh. Ich habe im Unterricht nicht aufgepasst. In der ersten Klasse. Oder genauer gesagt, die erste Klasse ist schon lange genug her, dass ich dieses gemeine Wissen nicht habe. Nicht mehr. Schon irgendwie traurig. Da hat sich wieder jemand ins Knie geschossen. Oh, hör auf zu heulen, Memme. Hast Knie gestoßen. Meine Güte, steh auf und lauf weiter. Dann sind wir hier im Kindergarten. Ach so, ja, ich muss ja erstmal die Kuh abholen. Die in ihrem sehr weitläufigen Gefängnis dort sich befindet. Das dauert ein Sekündchen. Und rüber. Eine super Kranfahrt hier. Fütterungszeit. Du hast uns gefehlt. Das sind Ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, 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 kein Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Kein Passagier. Weiter geht's ins nächste Level. Dann muss ich kurz mal hier rüber. Bis wir herausfinden, wo sein Essen hingelaufen ist. Blöde Ziege. Komm raus, wo auch immer du bist. Okay, ich muss hier erstmal eine Ziege holen. Oh, was ist denn hier auf dem Boden? Ziege. Ah, da ist sie ja. Hinter dem Gebüsch. Könnt auch mal ein bisschen schwerere Rätsel einbauen. Hui, ich reite auf einer Ziege. Ziemlich oft Reitlevel. Wird natürlich auch gleich vernascht von dem T-Rex. Ah, jetzt ist Buddeln angesagt. Und zack.
Sache, die du stolz, das nächste Level-Pad aufgebaut, von dem aus wir ins nächste Level starten können. Kott. Sie springt in Kott. Wenn jemand von uns ihre Exkremente untersucht, finden wir vielleicht heraus, was mit ihr nicht stimmt. Und mit jemand meine ich Sie, Dr. Sattler. Ellie Sattler kann Dinohaufen untersuchen, um herauszufinden, warum manche Dinosaurier krank sind. Okay, dann untersuchen wir doch mal den Haufen. Oh nein, sie springt wirklich in den Kot. Nein, sie springt wirklich in den Kothaufen. Ist dies... Oh nee. Ist da jetzt nicht wirklich reingesprungen. Mr. DNA kann uns bestimmt wieder was dazu sagen. Finde die Gegenstände, die über dem Dinosaurier angezeigt werden, um ihn zu heilen. Na dann machen wir das doch mal. Suchen ein paar Dinosaurier-Heilkräuter. Die da sind ein Apfel, ein Stiel, ein Eis am Stiel und eine Karotte. Okay, ich weiß zwar nicht, inwiefern ein Eis am Stiel den Dinosaurier heilen soll, aber gut, wenn du meinst. Nasekratz. Hopp, hopp, hopp. Was hier? Halte Y gedrückt, um mit einem Gewehr wie dem, das Gary Harding hat, auf Lego-Ziele zu feuern. Ach, Dr. Harding hier. Hat ein Gewehr mit sich. Na klar, wenn du Dino-Doktor bist, da brauchst du ab und zu mal ein Gewehr. Ist klar. Irgendwer muss ja die kranken Dinos vor den T-Rex beschützen. Vor den freilaufenden T-Rex. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab nicht gespoilert. Und sie springt wieder in Kothaufen. Lecker. Guckt diesen Part nicht beim Essen. Bin doch, ja, Pech. So, die Karotte ins Maul gestopft. So, finden wir noch die anderen zwei Dingens. Hier irgendwo. Bestimmt auch irgendwo in einem Kothaufen versteckt. Eis am Stiel im Kothaufen. Kann ich da vielleicht irgendwie... Ah ja. Hier nach oben klettern. Da ist hier oben vielleicht irgendwo ein Eis am Stiel oder ein Apfel versteckt. Ja, hier offensichtlich nicht. Hier ist irgendwas. Da brauche ich mal den Doktor hier. Da muss das mal aufheben. Ah, und der kann. Wieso können einfach nur bestimmte Personen Sachen aufheben? Ist die Frau jetzt unfähig dazu, einen Gegenstand aufzuheben? Oder? Ach, verstehe ich nicht. Das ist doch bestimmt der Apfel. You know. Da. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
wie man ja weiß, sammeln wir ihn auf und überreichen den Apfel hier mal dem Dinosaurier, womit wir nur noch ein Eis am Stiel bekommen müssen. Und sie ist wieder nicht fähig dazu, das Ding aufzuheben. Warum zum Geier verbullt man ein Eis am Stiel im Boden? Kann mir das ja mal jemand verraten? Gut. Hat wohl jemand sein Eis am Stiel vergraben. Fand es irgendwie lustig, mal ein Eis zu vergraben. Oder auch nicht. Ich dachte, jemand wollte eine Eispflanze züchten. Und dann hüpfen wir wieder in den Kothaufen drin. Ah, ein Eis am Stiel in einem Kothaufen. Macht natürlich mehr Sinn als ein verbuddeltes Eis. Ach ja, ich habe mich schon gefragt, wo mein Eis geblieben ist. Können Sie behalten. Das erklärt alles. Pfleger hat sein Eis verloren. Jo, das sieht doch schon ziemlich nach Ende des Parts aus. Ah, jetzt habe ich mich in das Ding ins in Triceratops verwandelt. Wuhu, ich bin ein Dino. Ich bin ein Dinosaurier. Und attackier. Na denn. Kann er buddeln? Nein, kann er nicht. Da brauche ich mal. Ach nee, stimmt. Kann ja nur der. Bullen kann auch nur einer. Ist ja nicht so, als ob andere noch Schaufeln oder ähnliches dabei haben. Zerstören wir mal den Weg. Sieht aus, als wäre das hier bald das Ende. Deshalb würde ich sagen, sollte euch dieser Part gefallen haben, zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja keinen weiteren Part Lego Jurassic Park mehr mit dem Zwergenfass verpassen wollt. Ja. Teilt meine Videos. Teilt dieses Video auf allen sozialen Netzwerken, die ihr nur kennt, die es euch möglich ist. Ich gebe hier mal wieder den Code ein. Orange, gelb und blau sind die Farben. Das sind keine Zahlen, sondern Farben. Gut. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr am E-Stock. Der plant doch was. Oh, schon wieder gespoilert. Psst. Ja, schreibt, was sollt ihr in die Kommentare schreiben? Mir fällt gerade nichts ein. Schreibt einfach, mir fällt gerade nichts ein in die Kommentare, wenn ihr bis hier, bis zu diesem Punkt dran geblieben seid, dann weiß ich, dass ihr bis an diesem Punkt dran geblieben seid. Noch einen angenehmen Fastentag. Gehabt euch wohl.